Es gibt ja das Gerücht, ich habe es noch nicht ausprobiert, dass wenn man sie auf dem Handy anruft, dass man die Ansage bekommt, das sei, man hätte die Mobilbox von Günther Netzer erreicht. Stimmt das? Und wie kommt es dazu? Sind Sie ein Netzer-Fan? Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Anrufbeantwortern, weil alles, was man darauf sagt, es ist irgendwie, also dieser vorgeprägte Spruch ist blöd und egal, was man macht, es ist blöd. Und dann dachte ich, dann mache ich von vornherein, also ich hatte manchmal eine Musik drauf oder irgendwas, aber dann sagen die, es muss doch jetzt mal schnell gehen und wir wollen dir was drauf sprechen. Und dann fand ich das mit dem Günther Netzer, das war so zwischen Anziehung und Abstoßung irgendwie so eben auch so ein Gleichgewicht in der Mitte. Und das Lustige war, dass meine damals zukünftige Frau die erste war, die auf diese Mailbox traf und sich entschuldigte und sagte, ja, ich habe mich verwählt. Und dann rief sie wieder an und sagte dann, hier ist Horst Rubisch. Und ich kriege also jetzt immer ganz viele Kommentare. Aber irgendwann muss ich das jetzt auch mal wegmachen. Das ist noch lange genug so drauf. Aber was viel Besseres wird mir wahrscheinlich... Das nimmt mir leider keiner ab.